Hallo, einmal noch mit Liebe zum Pieces aus unserer neuen Wohnung. Ich sehe so ein bisschen fertig aus, liegt daran, dass wir seit gestern, sorry, bin ich gerade fokussiert und weiß es mal wieder nicht, hier am Rödeln sind und schon sehr viele Fortschritte gemacht haben. Die Eltern meines Freundes waren das eben hier und ich musste mich 100% fokussieren, weil wir einfach so ein strammes Programm hatten, aber so, so viel geschafft haben. Es ist so mega und ich will es euch unbedingt zeigen. Und ja, ich packe jetzt noch für eine richtig coole Reise, auf die ich mich morgen begebe. Und ich habe eine arme Situation, also alles wie immer. Und los geht's. Das Schlafzimmer hatte ich euch ja letzte Woche schon gezeigt. Gut, hier liegen jetzt ein paar Klamotten. Aber unser neuer Freund, den hatte ich doch letztens besorgt, ist hier eingezogen. Ich muss den Topf noch austauschen. Ich habe es erstmal hier hingestellt. Was wir neu haben, ist unsere Küche. Sie ist da. Unsere Küche ist angekommen. Natürlich nicht. Es ist eine vorübergehende Lösung. Richtig süß. Die Mama von meinem Freund hat hier so eine kleine Station aufgebaut, dass wir einfach mal so ein bisschen überlebensfähig hier werden, bis wir dann eine Küche haben. Und dann waren die gestern auch noch im Baumarkt und haben einen kleinen, wie sagt man das, ein Spülbecken gekauft. Einfach, dass wir was abwaschen können, ein bisschen was kochen. Deswegen haben wir auch noch hier eine kleine Kochplatte. Hier haben wir gestern schon Suppe gegessen. Ja, das ist auf jeden Fall unsere neue Küche. Tipptopp. Wertschätzen wir einfach nochmal alle den Blick aus unserer Küche. Es wird einfach jedes Mal noch besser, finde ich. So, dann... Ach so, genau, warte, kann ich kurz hier zeigen. Während ich weg bin, wird hier unsere Treppe gemacht. Also, die wurde jetzt schon einmal quasi hier übergestrichen, passend halt zu den restlichen braunen Balken. Und das wird halt noch, es wurde schon abgeschliffen und das wird jetzt quasi noch, sag schon, lasiert in einem dunkleren Ton. Deswegen ist hier alles noch abgeklebt. Aber das quasi das letzte Mal, dass ihr die Stufen so seht, denn wenn ich zurückkomme, ist das alles schick und fertig. Dann noch eine große Sache. Mein Freund ist gerade unten mit ein paar Leuten, denn unser Internet wird angeschlossen. Und es ist quasi unten im Keller. Und darauf freue ich mich natürlich ganz besonders, weil wenn alles gut läuft, ist es, Moment, 8-mal so schnell als vorher. What? 8-mal so schnell. Wir schauen mal, ob das wirklich so ist. Aber wäre cool. Hier bewahren wir alle Kartons auf, die wir schon ausgepackt haben. Und Leute, ich sag es euch, das ist eine Menge. Und wieso hat man eigentlich so viel Zeug? Also ich werde so unglaublich deklattern. Ich höre jemanden die Treppe hochkommen. Hallo, moin! Kurze Sendepause. Wie gesagt, Internet wird hier gerade überall installiert. Aber jetzt muss ich euch noch meinen größten Fortschritt vom Wochenende zeigen. Also wir haben vieles geschafft, aber eine Sache. Hast du auch noch gar nicht gesehen, ne? Nee. Let me show you. Unser Ankleidezimmer. Da haben wir noch, glaube ich, keinen wirklichen Fortschritt mitgefilmt. Du warst auch immer eher in anderen Räumen unterwegs, ne? Ja. Na gut, aber ich habe ja hier eine Garderobe aufgebaut, die hast du schon gezeigt, ne? Ja, die Garderobe, die habe ich letzte Woche schon gezeigt. Ah, okay. Meine ich, wir fühlen uns wie im Theater. Ja. Also du fühlst dich im Theater. Du dich nicht? Nee, ich fühle mich wie zu Hause. Oh, warte. Ja, geh du mal kurz an die Tür. Mein Outfit ist auch einfach ein Hit, würde ich sagen. Also, das hatte mein Freund ja gevloggt, ne? Dass er den, sag schon, den Schrank bei eBay Kleinanzeigen haben wir den dann gekauft. Der ist ein bisschen zusammengewürfelt, aber ganz ehrlich, es stört uns einfach nicht. Also nicht in dem Ausmaße, dass ich sonst irgendwie das Zehnfache dafür zahlen würde. Sprich, wir wollen aber hier noch was anbauen. Die maximalen Stauraum haben, aber auch einfach, dass Sachen nicht so gequetscht sind. Ja. Was ich mega gut finde hier, dass es hier so eine Stange gibt und ich da halt meine ganzen langen Kleider aufhängen kann. Und das hätte ich gerne nochmal, dass die halt dann nicht so gequetscht sind. Seht ihr, was ich gemacht habe? Siehst du, was ich gemacht habe? Ja, sieht super aus. Aber was habe ich denn gemacht? Du hast die Kleider hingehängt. Erkennst du ein Farbschema? Du hast rot in der Mitte und weiß rechts. Nee, ich habe es halt von rechts dunkel gemacht. Ach so. Wow. So, hier in der Mitte liegen meine Sachen, weil ich, wie gesagt, morgen fliege. Und da habe ich schon mal so ein bisschen nebenbei gepackt. Und ja, ich habe probiert, halt auch ganz viel auszusortieren. Bin noch nicht hundertprozentig fertig. Nein, von deinem natürlich nicht.
Die sind dann hier drin. So, und was war unser absoluter Retter? Und wirklich, Leute, ich habe ihn, den Speedmax Pro, sogar schon unseren Freunden empfohlen. Ich habe schon Sprachnachrichten bekommen, die meinen, Jamina, life-changing. Kein Witz. Was war unser Retter? Dein Einsatz. Das ist halt einfach so geil, dass man ihn einfach von einem Raum in den nächsten einfach transportieren kann, einfach mitnehmen kann. Ich meine, schaut euch mal den Fußboden an. Ich habe heute schon ungefähr 10 Mal gesaugt. Und ist natürlich die ganze Zeit überall Staub. Und in meinen letzten Videos habt ihr ihn auch schon gesehen. Und viele hatten mich auch tatsächlich danach gefragt. Ich bin Teil der Make Life Better Kampagne von Philips. Und bis jetzt alle Produkte haben halt wirklich so meinen Alltag vereinfacht. Designtechnisch, finde ich, haben sie sich auch mal was richtig Schönes einfallen lassen. Also der ist halt super schick. Und ich glaube, das Beste ist einfach, dass man kein Kabel mehr hat. Also jeder, der mich in meinem Privatleben kennt, weiß, dass ich immer sage, wir brauchen eine Wireless, eine kabellose Welt, weil ich einfach finde, Kabel brauchen wir heutzutage nicht mehr. Für viele Alltagsdinge, natürlich braucht man Kabel, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Filmen und zeigen und abmachen ist ein anderes Level. Okay, was soll ich demonstrieren gerade? Das sauber machen? Nee, dass man ihn einfach als Handstaubsauger nehmen kann, was ich halt so mega gut finde. Ach so, ganz einfach, man tut es hier drauf und zieht ihn einfach ab. So, dann lass jetzt mal saugen, viel Spaß. Da steckt man einfach den Chip rein und kann man aufladen. Das Beste, und das ist das, was auch meine Freundin meinte, als sie mir eine Sprachnachricht geschickt hat. Oh mein Gott, der Staubsauger hat Licht und ich sehe jeden einzelnen Staubkorn. Das ist halt wirklich krass. Man denkt, man hat sauber gemacht und im Grunde liegt überall noch was rum. Einziger Staubsauger, der vorwärts und rückwärts saugt. 360 Grad, weil auch von den Seiten gesaugt wird. Finde ich ziemlich cool. Okay, jetzt darfst du ihn ausleeren. Das ist deine Aufgabe. Und dann müssen wir was essen, weil sonst gibt es schlechte Laune und das will ja niemand. Die schlechte Laune wurde jetzt ein bisschen schlimmer, deswegen haben wir gesagt, komm, wir bestellen was zu essen. Die Suppe, die Mama meines Freundes gekocht hat, ist eher morgen, wenn ich nicht da bin. Da hat er nämlich auch was zu essen. Und jetzt, was hast du bestellt? Pasta irgendwas, ne? Ja. Achso, übrigens, Internet funktioniert natürlich nicht. Deswegen sind wir gerade in der Warteschleife. Und zwei. Wow. Hast du schon eine Selta? Nee. Mit der Leiter im Hintergrund läuft. Oh, was ist denn das da? Was ist denn da? Oh nein! Das hast du nicht! Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber der hing in unserer alten Wohnung immer an der Lampe im Wohnzimmer. Jede Jahreszeit, okay? Also jede einzelne Sekunde im Jahr. Jetzt hat er ihn tatsächlich, so ein Magnetding, hat er ihn tatsächlich hier wieder mit hergeschleppt. Also er darf bleiben. Er? Unter gar keinen Umständen. Schon gar nicht hier. Ich vergiss es. Die hat deine Mama dahin gestellt. Ah ja. Guten Appetit. Das Brot ist noch warm, ne? Richtig ja. Lecker. Richtig, richtig gut. Guten Appetit. Guten Appetit. Oh, hast du eine Suppe bestellt? Ja. Aha. Aber auch für dich. Hm, danke. Ich habe Gnocchi. Das erkennt ihr jetzt so ungefähr gar nicht, ne? Es ist Gnocchi in Tomatensauce und mit frischen Tomaten quasi reingeschnitten und ein paar Zwiebeln. Ist mega lecker. Ja. Und falls ihr euch fragt, warum esst ihr auf einem Umzugskarton, kann mein Freund das bestimmt erklären. Und warum genießt ihr nicht euren wunderschönen Tisch? Weil du dich immer vollkleckerst. Wir haben jetzt gerade nochmal hier geräumt und gemacht und getan und nicht aufgehört, bis mein Büro soweit aussieht. Also ich meine, es ist natürlich nicht die finale Version oder irgendwas, aber ich wollte es euch unbedingt zeigen. Wir haben ein paar neue Sachen. Wir haben aber auch viel natürlich aus dem alten Büro. Ist ganz gut, oder? Ja, ich finde es hübsch. Also so für den ersten Moment haben wir auf jeden Fall was. Ja, auf jeden Fall den neuen Stuhl cool. Da sitzt nämlich auch immer drauf. Ja.
So, da ist mein neues Büro. So, du darfst jetzt aufstehen. Okay. Wir wollen ja den Stuhl noch zeigen. Wie gesagt, ne, das ist alles noch nicht an dem finalen Platz, aber wir haben erstmal alle Kartons ausgeräumt und das war uns halt das Allerwichtigste. Und dass ich halt hier arbeiten kann. Sneak Peek. Ja, das habe ich auch schon eingeräumt. Dazu kommt dann aber Sonntag das Video. Genau, davon hatte ich euch ja letzte Woche berichtet. Und zwar den Stuhl habe ich mir bei Home24 bestellt. Und riesige Liebe, ich habe den schon so lange da in meiner Wunschliste. Ich weiß doch, man erkennt es glaube ich ziemlich gut eigentlich. Hier ist quasi so ein Sitzkissen. Ich bin noch nicht sicher, ob ich final so mit der Teppich, also ist es alles noch nicht final, okay? Ist jetzt mein letztes Statement dazu. Aber der ist so krass bequem, also der ist so cool. Wir haben uns da schon echt ein paar Mal reingechillt. Ich liebe den, den gibt es auch noch in quasi einer Nummer kleiner, quasi ohne das Kopfkissen oder ohne die Kopflehne. Also darüber bin ich mega happy. Ich glaube, mit so ein paar Pflanzen hier und so weiter wird das mega aussehen. Und dann kommt hier noch ein Regal hin, das steht da. Ich habe die Vision. So, hier, das kennt ihr ja schon. Das nur so ein bisschen, um Lichtquelle zu haben. Und dann haben wir hier mein Arbeitsbereich. Die Bilder da hinten, die habe ich erstmal einfach so darauf gestellt, um diesen halbe Kanal irgendwie zu nutzen. Und ja, hier ist mein neuer Schreibtisch. Warte mal, ich mach mal Licht vielleicht an. Ach, wir haben schon Licht, okay, vergiss es. Der ist halt mega schön. Ich bin echt happy mit dem. Ich probiere es euch mal, ich zeige es euch dann nochmal bei Tageslicht. Ist halt Akazienholz und was ich halt mega mag, ist, dass der hier so, seht ihr das, so ein bisschen geschwungen ist. Also er ist halt nicht gerade, finde ich mega cool. Auf der Seite halt auch. Dann sind die Beine matt schwarz. Hier habe ich halt meinen Computer, Laptop. Ja, ein bisschen viele Laptops, ne? Da habe ich gerade noch ein paar Daten von gebraucht. Und das ist jetzt mein neuer Arbeitsbereich. Was sagt ihr? Ich finde, dass wir vor 6 Tagen hier eingezogen sind. Finde ich, das ist ein ganz guter Fortschritt, oder? Mal aus der Perspektive. Es ist noch ein bisschen kahl und so weiter, aber das wird ja kommen mit der Zeit. Ich bin nur froh, dass wir erstmal alle Kartons ausgepackt haben. Und wie gesagt, für 6 Tage finde ich, ist es kein schlechter Fortschritt. Da hinten wasche ich schon Wäsche. Und mal gucken, was ich wirklich so mitnehme, weil irgendwie brauche ich so viele Sachen, glaube ich. Aber man kann nicht alles mitnehmen. Also mal schauen. Okay, machen wir es einfach. Hier kommen jetzt noch Beauty-Sachen und so weiter und noch eine Jacke und dann habe ich eigentlich fertig gepackt. Ich habe, wie gesagt, noch Unterwäsche gewaschen, die schmeiße ich noch rein und dann kann ich morgen früh nach Island. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist einer meiner allergrößten Träume. Seit Jahren. Seit Jahren, Leute. Übrigens, hier seht ihr auch keine Kartons mehr. Alles weg. Aber ihr seht, hier ist auch eingeräumt. Richtig gut. Hier kommt dann das Gästebett hin. So, Freund der Sonne. Machen wir ein bisschen. Willst du was sagen? Okay, also Freunde. Workbench. Kabelsalat. Komm, das fand ich gerade sehr beeindruckend. Ja, ich habe mir hier einen neuen Schreibtisch gegönnt. Der ist halt automatisch rückverstellbar. Oh, Kamera raus, nicht so schnell hier. Was ich sagen muss, wir sind ja echt Freunde von eBay Kleinanzeigen. Ne? Das hat mein Freund alles zusammen. Also, er hat das Gestell, hast du dir selbst gekauft, ne? Genau. Neu. Und aber die Tischplatte, die kam von dem Tisch. Da hinten steht noch der Unterbau von dem Tisch. Ja. Und den hat er halt da bei eBay gefunden. Quasi ist ein Esstisch abgebaut und umfunktioniert. Ich finde es mega. Ist echt Holz. Richtig, richtig cool. Ich habe mir kurz was anderes angezogen, denn ich werde jetzt ins Bad. Ich muss noch ein bisschen die Badschränke einräumen, weil meine Hautpflege ist überall. Und ich meine, ihr seht, meine Haut ist gerade nicht die beste. Ein bisschen Beauty-Treatment machen. Mhm.
Ich muss jetzt wirklich ins Badezimmer. Ich muss mich ein bisschen, klarkommen. Okay. Danke fürs Internet. Ah, welcome. So, weiter geht's. Übrigens, ich habe meine Hausschuhe gefunden. Die waren ja jetzt tagelang verschollen. Ins Badezimmer. Ach, warte. Ich hatte euch das noch gar nicht so wirklich gezeigt, ne? Das Ding ist, da gibt's noch nicht so viel zu zeigen. Außer übrigens, dass wir... Wow, kann ich nochmal eine 3-Stunden-Story erzählen? Für unseren Klodeckel 130 Euro zahlen mussten. Das ist mein Akku leer. Ich bin gleich zurück. Und das hier ist eine Komplettkatastrophe. Das ist meine ganze Hautpflege und ich habe halt keinen Spiegelschrank mehr. Und ich muss halt hier oben erstmal irgendwas hinmachen oder was finden, was mir gefällt. Weil über der Toilette habe ich entschieden, möchte ich irgendwie meine Kosmetik nicht haben. Irgendwie, also, wisst ihr, so permanent. Und da war der Akku leer, aber ich habe ihn aufgeladen und, beziehungsweise waren beide leer. Und jetzt habe ich schon in der Zwischenzeit hier so ein bisschen eingeräumt. Ich werde auf jeden Fall, ihr seht ja, hier ist viel zu viel Platz, ne? Noch ein neues, also ein zweites Regal quasi kaufen. Und dann habe ich noch eine Ebene mehr. Und hier unten kommt dann eher so Haarpflege rein. Das war so ein Tüdelüt, der ist hier unten. Das schaffe ich jetzt heute nicht mehr, aber das mache ich dann, wenn ich zurück bin. Aber so habe ich wenigstens mal ein bisschen einen Überblick, was ich hier halt alles so habe. Und kann halt demnach ein paar Sachen einpacken. Hab fast fertig gepackt und jetzt mache ich noch mal eine weitere Lumea Prestige Behandlung. Ich hatte euch ja schon vor 2 Monaten oder so Lumea Prestige vorgestellt von Philips und seitdem bin ich wirklich regelmäßig dabei und bin beim Thema Haarentfernung wirklich begeistert, weil es einfach nicht wehtut. Und ich hatte euch das alles schon im Video gesagt und schaut euch das wirklich super, super gerne an. Ich erkläre euch das komplette Produkt. Ich erzähle, was wo passiert und wie die Haare quasi langfristig entfernt werden und gebe euch wirklich eine ausführliche Einführung in das Produkt. Also wenn euch das interessiert, schaut da gerne vorbei. Aber ich habe jetzt so von Philips einen Rabattcode bekommen. Auf jeden Fall könnt ihr den Code bis zum 31.12. benutzen und wenn euch welche von den Philips-Produkten gefallen, dann schaut euch auf jeden Fall mal den Link an oder vielleicht möchtet ihr euch das zu Weihnachten wünschen, sucht ein Weihnachtsgeschenk, was auch immer. Und einige hatten nochmal gefragt, ob ich das nochmal an einer anderen Körperstelle demonstrieren kann. Sprich, die Beine hatte ich euch das letzte Mal gezeigt. Ich habe jetzt schon eine Behandlung im Gesicht gemacht. Ich kann mal kurz ranzoomen, aber ihr wisst, meine Haut ist gerade nicht super großartig. Dafür habe ich diesen Aufsatz dann immer genommen. Es ist auch immer ganz gut hier unten. Seht ihr das? Hier ist das Gesicht. Weiß man halt genau, wofür welcher Aufsatz ist. Und der ist halt ein bisschen kleiner. Und damit habe ich mir halt hier meinen Damenbart behandelt. Insgesamt braucht man ja auch quasi 6 Sitzungen, damit die langfristig weg sind, die Haare. Was ich allgemein festgestellt habe, klar, natürlich wachsen Haare nochmal nach, auch nach den ersten 2 Anwendungen. Aber A, viel langsamer. Und bei mir mit meinen arabischen Wurzeln habe ich halt immer super krass so borstige Haare. Und die sind halt nicht mehr ganz so, wie soll ich das sagen, so schwarz so unter der Haut. Wisst ihr, wenn ihr auch so viele Haare habt, dann ist die Haut immer quasi vielleicht rasiert oder glatt. Aber man sieht immer schon drunter die ganzen schwarzen Haare, die quasi noch nicht rausgekommen sind. Und das, finde ich, ist viel weniger geworden. Also meine Beine. Und jetzt habe ich mir überlegt, mache ich meine Arme. Meine Arme rasiere ich, seitdem ich 15 bin. Also seit 15 Jahren. Ich habe auch nie wirklich dieses Thema Borsten oder irgendwas gehabt. Aber natürlich sind sie immer, ab einem gewissen Zeitpunkt wachsen sie halt nach. Und jetzt habe ich sie kürzlich rasiert und darauf freue ich mich wirklich. Und das Gute finde ich auch in der App, dass einem immer gleich gezeigt wird, wann halt die nächste Behandlung ist. Und zum Beispiel meine nächste Gesichtsbehandlung, um halt meinen Darmbart zu eliminieren, ist am 23. November. Man kann halt einen Hauttest machen, sprich ihr könnt wirklich erstmal mit einer ganz leichten Stufe anfangen. Und es soll halt auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen wehtun. Sprich, ihr könnt euch quasi so langsam hocharbeiten und schauen, in welcher Intensitätsstufe möchtet ihr quasi die Haarentfernung beginnen. Ich habe hier relativ viele Muttermale. Das ist ganz wichtig, dass man darauf halt nicht geht. Also dann halte ich mir eigentlich immer meistens kurz mal so den Finger darüber oder probiere das halt so ein bisschen auszusparen. Und genau das gleiche ist bei Tattoos oder Narben oder so. Da sollte man auf jeden Fall Abstand von halten. Ich würde sagen, los geht's.
hatte, ist, woran erkenne ich denn, dass er jetzt meine Haut irgendwie gefunden hat? Denn ab und zu macht man ja irgendwie so und er findet es nicht. Seht ihr das? Sobald er die Haut gefunden hat, blinkt das. Und wenn er keinen Kontakt hat, dann blinkt es halt nicht auf und dann geht es auch nicht. Seht ihr, ich drücke hier rauf und es geht nicht. Sobald er Haut findet, also den richtigen Kontaktpunkt, geht's. So, und dann zeigt mir die App auch an, wenn ich meine Behandlung abgeschlossen habe. Und meine nächste Armbehandlung ist am 2. Dezember. Und fertig. Ich habe keinerlei Rötung oder so. Wenn ihr noch Fragen habt oder ich noch irgendwas euch nicht beantwortet habe, dann schreibt mir oder schaut euch auf jeden Fall, ich verlinke es euch am Ende, das erste Video dazu an. Da habe ich wirklich alles erklärt. Den Rabattcode von 15% auf die kompletten Philips-Produkte schreibe ich auch nochmal in die Infobox. Jetzt werde ich nochmal mein Make-up sortieren, beziehungsweise das hier. Irgendwie probieren, in eine Tasche zu bekommen. Schaut mal, wie es hier aussieht. Romantisch. Da setze ich mich jetzt hin und sortiere meine Schminke. Copyright, ihr müsst alle Billie Eilish hören. Ich liebe sie. Jetzt fülle ich mir noch mal eben meinen Moment. Duft des Trips ab. Lila, ich denke an dich. Bei Rado Rose of No Man's Land. Aber ich möchte natürlich nicht die ganze Flasche mitnehmen. Und deswegen nehme ich hier meinen kleinen Travel-Behältnis. Ihr könnt natürlich auch das nehmen, was ich selbst designt habe, falls ihr euch noch erinnert. Ich habe es noch nicht gefunden. Und das sprühe ich dann einfach hier rein. Und Moment, was noch? Achso. Und das ist das Make-up, was ich mitnehmen werde. Also echt, ich habe es mir echt abgewöhnt, von allen Kategorien irgendwie 5 verschiedene Sachen mitzunehmen. Deswegen habe ich eine Base mit, 1,5. Dann Concealer, den von Clinique liebe ich. Ein bisschen Augencreme, Wimperntusche. Was für die Augenbrauen, Make-up-Setting-Spray, Creme-Blush, normales Blush und ja, ewig alte Essence-Allee mag ich immer noch. Und meine Lippenprodukte, Love Brands auf einem Haufen, Tom Ford, Estée Lauder Klinik, bisschen Beauty-Blender, Kontaktlinsenlösung, ja, das war's. Dann kommt noch Hautpflege rein, das kommt dann alles hier rein und dann bin ich fertig. Ich habe Internet aus der Steckdose. Richtig gut. Also nächste Woche im Vlog, also quasi übernächste Woche, weil nächste Woche, oh mein Gott, Leute, der Trip wartet auf den Vlog, er wird großartig. Dann zeigen wir euch mal hier noch weitere Updates. Dann gibt es quasi noch eine Woche quasi on top, in dem du dein Büro machen kannst. Mhm. Pressure is on, würde ich sagen. Zeigen wir uns das nächste Mal sein Büro. Oh, Armsituation. Oh. So, und jetzt fokussieren. Ich glaube, wir haben dafür, dass wir, meine ich vorhin schon, dass wir jetzt 6 Tage erst hier wohnen, haben wir schon viel geschafft und hatten tolle Helfer. Dankeschön. Danke. Und jetzt packe ich zu Ende und gehe schlafen. Also schaut auf jeden Fall in die Infobox für den Rabattcode von Philips. Hast du jetzt auch eine Armsituation? Achso, du ziehst das so sehr in die Länge, dass ich eine Armsituation kriege. Ja. Also, wir sehen uns Sonntag. Tschüss. Bye. Ciao.